In diesem Video zeige ich dir die besten Tipps, um englische Vokabeln zu lernen. Wir fangen an mit Tipp Nummer 1. Das Wichtigste beim Vokabelnlernen ist, die Vokabeln immer wieder zu wiederholen. Das bedeutet, schreib sie dir auf, lese sie laut vor, schau sie dir an. Durch die verschiedenen Sinne kannst du die Vokabeln am besten merken. Tipp Nummer 2. Klebe Post-its auf verschiedene Dinge bei dir zu Hause. Zum Beispiel in der Küche auf die verschiedenen Geräte oder im Wohnzimmer, auf den Fernseher, auf Möbelstücke. Immer wenn du dann dorthin siehst, siehst du das Wort wieder und so merkst du es dir ganz einfach. Tipp Nummer 3. Lerne nicht mehr als 10 neue Wörter pro Tag. Mehr Wörter als 10 kannst du dir pro Tag nicht merken. Das bedeutet, 70 neue Wörter auf Englisch sind in einer Woche möglich. Tipp Nummer 4. Zeichne Bilder von den Vokabeln und schreibe das Wort in das Bild hinein. So kannst du es dir ganz einfach merken. Ich zeige dir hier ein Beispiel. Ich zeichne ein Bild von einem Hund und da hinein schreibe ich Dog. So merkst du es dir ganz schnell. Tipp Nummer 5. Mache einen Satz mit dem Wort, das du dir merken möchtest. Zum Beispiel, I want a dog. So lernst du zugleich das neue Wort und Grammatik. Und diesen Satz wiederholst du dann öfter, um Englisch schnell und einfach zu lernen. Und hier kommt Tipp Nummer 6. Deutsch kann dir beim Englischlernen wirklich gut helfen. Viele Wörter sind gleich oder sehr ähnlich auf Deutsch. Sprich ähnliche deutsche Wörter also einfach auf Englisch aus. Zum Beispiel Avocado, Scandal, Journalist, Material und so weiter.